Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 16. Oktober 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute schauen wir natürlich auf die Konstellation zum Wochenende aus astrologischer Sicht und da einher geht der Neumond von heute Abend, den ich ja gestern im Tageshoroskop schon relativ ausführlich besprochen habe und auch in der ganzen Woche die Aspekte. Schauen wir uns erstmal den Weg dorthin an, das, was jetzt gerade hinter uns liegt, was jetzt heute kommt und der Neumond und dann die Aussichten dann zum Sonnen- und Sonntag. Ja, die Sonne hat die doch schwierigen oder herausfordernden Aspekte zum Mars, die Opposition zum Mars, die am Mittwoch war und das Quadrat zum Pluto, was gestern war. Da ist die Sonne jetzt schon rüber in ihrem Lauf. Die Sonne ist jetzt im 24. Grad der Waage und läuft jetzt aufs Quadrat zu Saturn, womit sie dann die herausfordernden Aspekte aus der Waage heraus abschließt, denn nächste Woche geht es dann für die Sonne ins Zeichen Skorpion und zwar am nächsten Freitag wechselt die Sonne in den Skorpion, dann ist auch die Waagezeit zu Ende und am Sonntag dann das Quadrat der Sonne zum Saturn, das ist am Sonntag Nachmittag perfekt und das bedeutet im Grunde so einen gewissen Abschluss dieser Phase mit der Möglichkeit mit Sonne Saturn zur Integration, auch zum Arbeiten am Wochenende. Also Saturn lebt ja sozusagen immer gern in der Pflicht, in der Abgeschiedenheit, in der Askese, im Rückzug, aber auch im konzentrierten Arbeiten an längerfristigen Projekten. Da lebt Saturn natürlich auf. Andererseits, das Quadrat von Sonne und Saturn bedeutet natürlich auch gewisse Mauern, Grenzen, Einsperrungen, die wir so haben. Nur ein Idiot würde nicht darauf kommen, dass das jetzt hier auch mit Corona natürlich sich daran zeigt. Nicht? Also nicht die astrologischen Konstellationen rufen sowas wie Corona hervor, aber es spiegelt sich natürlich dann in solchen Geschichten. Und da die neuen Einschränkungen oder Maßnahmen, man kann es ja sehen, wie man will, die einen werden es als Einsperrung empfinden, die anderen werden es vielleicht als notwendige Schutzmaßnahmen empfinden. Das ist mit Sonne Saturn natürlich auch gegeben, dass wir uns an diese neuen Regeln, an diese neu alte Situation werden gewöhnen müssen. Im Individuellen hat dann Sonne Saturn auch viel damit zu tun, wo sind unsere Grenzen? Gehe ich in der Regel über meine Grenzen und laufe dann Gefahr, verletzt zu werden oder ausgenutzt zu werden oder mich unwohl zu fühlen, unsicher, angstvoll? Oder sozusagen nutze ich auch meine Grenzen gar nicht aus, dass ich immer vor der Grenze bleibe, aus Angst davor, eben an diesen Grenzprozess zu kommen. Solche Themen können mit Sonne Saturn auch angeregt sein. Ja, heute am Freitag ist der Mond, also der Mond ist ja gestern Morgen schon in die Waage gewechselt, bleibt auch heute den ganzen Tag über in der Waage, wird dann, sage ich gleich mehr zu, morgen früh in den Skorpion wechseln. Aus der Waage heraus macht er heute einige Aspekte. Er steht um 14 Uhr etwas im Quadrat zu Jupiter. Ich saß erstmal im Ganzen, habe ich gestern ja schon. Dann um 10 vor 4 in Opposition zum rückläufigen Mars und um 19:30 Uhr, 19:22 Uhr dann im Quadrat zu Pluto. Und dann ist um 21:31 Uhr ist dann Neumond. Dann hat der Mond die Sonne erreicht. Das heißt, heute, bevor er die Sonne erreicht und der alte Zyklus endet und ein neuer Sonne-Mond-Zyklus beginnt, macht er hier nochmal Aspekte eben auf Jupiter, Mars und Pluto, aktiviert dann also über den Mond emotional nochmal diese Konstellation, sodass alle möglichen Themen der letzten Woche, aber auch der letzten Zeit heute über den Mond immer kurzfristig emotional einmal aufgewühlt werden könnten. Dem sollten wir nicht zu viel Gewicht geben, in dem Sinne, dass wir das verstehen dann als Handlungsimpuls, sondern eher bei der Beobachten und dem Fühlen des Gefühls dann bleiben. Ja, dann ist ja um 21 Uhr. Ups, um 21:31 Uhr ist ja dann der Neumond in der Waage.
Sonne und Mond verbinden sich, der Mond läuft über die Sonne, bildlich gesprochen, dein neuer Sonne-Mond, der alte Sonne-Mond-Zyklus endet, ein neuer in der Waage beginnt. Ich habe viel gestern dazu gesagt. Es geht in der Waage eben um Verbindung, auch sich gegenüberstehender Position in uns, in der Welt. Die Waage versucht ja quasi auch mit ihrer diplomatischen Art auch Gegenpositionen an einen Tisch zu bringen, weil die Waage eben weiß, dass auch in extrem entgegengesetzten Positionen oftmals etwas Gemeinsames zu finden ist, was aber oftmals von denjenigen, die diese Extremposition einnehmen, nicht so gesehen wird. Da wird die Bemühung da sein, ob diese Bemühung in uns und auch in der Welt scheitert oder inwieweit sie scheitert oder Erfolg hat. Hängt natürlich auch von den Aspekten ab, denn der Neumond ist natürlich hier eingebunden in die Konstellation zwischen rückläufigem Mars im Widder, im Quadrat hier zu Saturn, Pluto, Jupiter im Steinbock. Dieser Neumond wirft diese ganzen Themen nochmal auf, bringt sie auch in den neuen Zyklus mit hinein, wobei hier Sonne, Mond tatsächlich näher am Saturn sind schon, also laufen sie zu. Es geht hier also auch darum, Regelungen, Gesetze, Strukturen für uns zu finden. Es geht auch darum, für uns und andere die Verantwortung zu übernehmen, was auch immer das jetzt im einzelnen Fall heißt. Nicht? Also die Augen verschließen, nur mich auf meine Ego-Insel zurückzuziehen, ist sicherlich nicht der bestmögliche Weg, sondern tatsächlich zu erkennen, dass wir alle zusammenleben, dass wir alle zusammengehören und zwar nicht nur in Deutschland natürlich oder nicht nur in unserem Heimatdorf, sondern weltweit und dass wir in gewisser Weise auch in der Art und Weise, was wir in die Welt bringen, an geistigem, an körperlichen, an emotionalen, damit auch Einfluss auf die Welt nehmen, wenn auch im Kleinen und dass wir dafür Verantwortung tragen. Und aus dem karmischen Gesetz ist ja so ohnehin das Mitgefühl, die Herzensgüte, die Hilfe für andere, das selbstlose Helfen für andere, ohne dabei seine eigenen Grenzen zu vergessen, sowieso ja mit das Beste, was wir hier in diesem Menschenleben tun können. Dann der Neumond. Ja, mit dem Neumond dann am Freitagabend beginnt der neue Zyklus. In der Nacht dann, oder beziehungsweise um 0:11 Uhr, ist dann der Mond im Quadrat zu Saturn, schließt quasi diese Phase ab. Und wechselt dann am Sonnabendmorgen um 7:06 Uhr von der Waage als zunehmender Mond dann in den Skorpion, wo sich ja hier auch der rückläufige Merkur aufhält, der sich aufgrund seiner Rückwärtsbewegung immer noch hier im Dunstkreis des Uranus aufhält. Rückläufige Merkur im Skorpion, ja, die Tendenz, den Dingen auf den Grund gehen zu wollen. Aber oftmals sich in Gedanken oder auch in der Kommunikation Fehler zu erlauben oder Ungeschicklichkeiten zu begehen oder sich selber in Not zu bringen. Hier gilt es also wirklich gut zu überlegen, bevor wir etwas sagen oder uns ausdrücken, das wirklich nochmal genau zu überlegen. Besonders wenn wir dann die möglichen Folgen dessen mit einberechnen, gerade wenn wir Kritik äußern oder anderes tun, was natürlich durchaus berechtigt ist. Ja, mit dem Mond im Skorpion, kommt dann am Wochenende, gerade vom Samstag an, eine tiefe Emotionalität hinein. Vielleicht werden die Ereignisse dieser Woche noch emotional verarbeitet werden müssen. Eine gute Chance für Transformation, also für Wandlung, tatsächlich beobachtet zu haben, wo in mir bestimmte dunkle Stellen sind, wo Ängste sind, wo sonstige Dinge sind, alte Glaubensmuster, die ich überwinden möchte, die ich sozusagen loswerden möchte, die ich in eine höhere Energieform übertragen möchte. In diesem Zusammenhang wird dann der Mond am Sonnabendabend eben auch hier über Merkur und Uranus gehen. Nicht? Also durchaus die Möglichkeit, am Sonnabend zu tiefgreifenden, vielleicht sogar therapeutischen Gesprächen oder eben auch zur Forschung an sich selbst. Dann der Sonntag, wie ich es ja schon gesagt hatte, mit dem Quadrat der Sonne zum Saturn. Aber auch die Venus spielt mit. Venus wird ja immer so ein bisschen in letzter Zeit nicht so viel von mir erwähnt. Die anderen Dinge drängen sich einfach in den Vordergrund. Aber Venus hier in der Jungfrau sorgt zum einen mit dem Trigon-Aspekt hier auf Jupiter, Pluto, Saturn für einen gewissen Ausgleich dieser Energien, bringt immer auch Heilungsenergien oder Liebesenergien mit ein auf eine bescheidene Jungfrauart.
Und die Venus steht dann am Wochenende hier in Opposition zum Neptun, eine sehr spirituelle Konstellation, die Meditation, die Heilung, die Nächstenliebe, die Fürsorge für andere, die auch eine Weichheit offenbart, die uns helfen kann, auch die Härte von Sonne Saturn aufzuweichen, sodass wir am Wochenende oder auch am Sonntag eben auch zwischen Entspannung die Dinge laufen lassen und andererseits wieder konsequent an bestimmten Sachen arbeiten, da den richtigen Kompromiss finden sollten. Beide Aspekte, sowohl Venus wie Sonne, Saturn, sind am Sonntagnachmittag. Und dann macht der Mond im Abend und am nächsten Tag dann harmonische Sextile zu diesen Steinbock-Konstellationen. Die ganze Sache beruhigt sich so ein bisschen. Der Mars läuft in seiner Rückwärtsbewegung ins Quadrat zu Jupiter. Also es zeigen sich dann auch nach dem Neumond und mit dem Abklingen von Sonne Saturn, zeigen sich dann auch wieder Wachstumsmöglichkeiten, Möglichkeiten zur Expansion. Es ist auch eine gewisse Leichtigkeit möglich und ich bin dann sehr gespannt, ob dann die nächste Woche vielleicht, die wird auf jeden Fall nicht in dieser Intensität und Enge wie diese Woche sein, wie sich das dann äußern wird. Ich wünsche uns allen einen schönen Freitag, einen intensiven Neumond, ein schönes Wochenende. Nutzen wir die Zeit. Ich melde mich dann spätestens am Montag wieder mit einem Tageshoroskop zurück. Bis dahin alles Liebe und tschüss.